und jetzt abmachen das Rad. Das andere Rad muss drauf. Die Mutter muss erst ab. So. Ja, kannst du hinstellen. Einfach drauf, genau. Genau, dreh mal an. Ja, und festmachen, ja. Komm, du verlierst Zeit. Das war's. Und weiterfahren. Hey! Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind gerade angekommen in Halle 3, wie man da oben sehen kann. Ja, Essen Motorshow, ich nehme euch heute mit. Wir sind auch berufsbedingt hier, deswegen hat ihre Kleidung an. Ne? Ein bisschen Werbung muss ja auch sein. Ja, von daher viel Spaß beim Video hier über die Essen Motorshow. Wir gucken mal, ob es sich lohnt, hier heute hinzufahren, weil letztes Jahr war es ja relativ leer. Hier gibt es schon eine schöne Ausstellung jetzt, John Player Special, direkt das erste, was wir sehen, Halle 3. Die klassischen alten Rennfahrzeuge, alle ausgestellt. Gucken wir doch jetzt mal hier. Schöne Sachen. Achso, Entschuldigung. Ja, sehr cool. Klassische Autos, Ronnie Patterson damals. Ja, zweifacher Flügel hier. Ich bin gespannt. Mercedes Fanworld, da vorne haben wir auch direkt den Sandlerstand. Da müssen wir gleich auch mal hin. Ja, wir werden schon was sehen hier. Ja, auch nicht schlecht hier. Die komplette Lotus-Reihe. Da hinten haben wir noch zwei alte Lotus Esprit stehen. Schon cool. Ja, das hier kann natürlich schon ganz gut was, ne? Ja, Marco Werner ist ja damals drauf gefahren. Ja, das wäre auch was. Ja, das ist was für die GLP, Kerstin. Ja, genau. Ja, schön. Ja, sind wir einmal bei Lexus. Und ihr seht hier wirklich Rohkarosse Carbon. Heißt also quasi einmal Seitenschaden hier. Einmal neue Karosserie. Ne? Da müsst ihr schon einen spezialisierten Mann haben, der solche Carbon-Geschichten machen kann. Ja, IQ Disco. Ja, das, da gibt es bestimmt Abnehmer für, wenn sowas zugelassen wäre in Deutschland hier. Wir haben einen AMG GT Track Series. Das ist quasi diese noch etwas schärfere Version des Black Series, allerdings dann wirklich nur als Track Tool, der hat dann keine Zulassung mehr. Das ist auf jeden Fall schon geil, also ist auch einfach ein geiles Auto, da muss man schon auch als BMW-Fan sagen, das kann wirklich was hier. Ne? Hier haben wir einen GT3, ja, schönes Auto, das kann man auch fahren in der GLP. Da Wagenpass hat er ja, ne? Das ist fett, dieses Teil. Wenn man hier sieht, wie klein Kerstin, dann stell dich mal daneben, so an die Seite. Ja. Wirst du auf einmal ganz klein, ne? Ja, schönes Ding hier. Ja, in Italien hergestellt mit amerikanischen Autos, okay. Ja, ein vernünftiges Rad hier auf jeden Fall. Ja, das ist auch für Schlechtwetter ideal, ne? Ja, die haben ein paar ganz spannende Sachen hier an dem Stand. Nicht nur, dass die Höherlegungsfahrwerke haben, das sind natürlich auch als solches mal ein paar üppige Kisten hier.
Ja, es ist heute dieser sogenannte Fachbesuchertag, Preview Day. Insofern ist es wirklich nicht überfüllt hier. Wir haben jetzt schon 11 Uhr, also eigentlich jetzt schon fast Primetime hier. Insofern, ja, perfekter Tag. Kann ich nur empfehlen, wer hier irgendwie Fachbesucher ist oder Lust hat, sich einen Tag dafür freizunehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ob die Messe sich lohnt, das sehen wir jetzt im weiteren Verlauf des Videos auch. Ja, und Kerstin fand den auch top hier. Das hat natürlich schon ein bisschen Style, ne? Ich meine, so tief ist natürlich keine Fahrhöhe. Aber das war damals eine Staatskarosse, Kerstin. Ja, da wurden sie mit eskortiert oder rundgefahren. Ja, ProTrack sehe ich hier. Die goldene hier, diesen Ninja-Stern. Nee, also ProTrack One hier, das ist schon nicht verkehrt, ne? Hier in Halle 3 haben wir auch den Recaro-Stand. Ja, die machen ja auch ein bisschen Merchandising, Klamotten, Kleidung. Ja, dann schauen wir doch mal, was die Schönes haben hier. Das ist eine etwas abgewandelte Variante vom Sportster CS, weil der ist unten abgeflacht. Ja, eigentlich hat er ja diese Kontur da. Aber schön mit dem Retro-Stoff drauf. Kann auf jeden Fall was. So, Leute. Hier sind wir am Nürburgring-Stand und gleich gucken wir uns mal was ganz Besonderes hier an. Da habt ihr alle drauf gewartet, ich auch. Ja, was geht denn hier ab am Nürburgring? Gibt es hier Leute, die man irgendwoher hier kennt oder... Schönes Ding, Vantai GT2 RS, also das kann auch ein bisschen was, ne? Das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Ja, schönes Ding, das funktioniert vorzüglich, ne? Auf der Nordschleife. Ja, kaum bist du hier am Nürburgring stand, haben wir gerade ein nettes Gespräch noch mit dem Herrn Schemmern gehabt. Ich habe ihm gesagt, sein Flippers-Poster, das hängt noch hier, also fehlt noch hier am Nürburgring stand. Ne? Ja, Leute, wir sind am BMW-Stand angekommen. Und jetzt schauen wir uns doch mal ganz genau an, was es hier so gibt. Wir haben auf jeden Fall ein M4, auch mit Performance Package. Felgen finde ich ja schön, Kerstin, auch auf der Farbe. Ne? Aber jetzt guckt ihr die Performance-Auspuffanlage an. Leute, das geht gar nicht. Den Maschinengewehr-Auspuff hier, das kann man nicht machen, ey. Nee. Also das darf... ja, hier haben wir einen 240i, Brooklyn Grey. Auf jeden Fall ein sehr cooles Auto. 1.28 Ti, da haben sich auch mal was an den Spiegeln einfallen lassen. Also ist auch mal cool, anstelle von Sichtcarbon einfach mal so ein Muster da drauf zu machen. Ne? Ja, Stimmung ist auf jeden Fall gut hier. Ja, M3 Touring, den schauen wir uns dann doch jetzt mal genauer an. Schöne Farbe, ist auch echt nicht übertrieben. Das Einzige, was halt nicht klar geht, ist wirklich Performance-Auspuffanlage. Hat wieder hier diese Maschinengewehr. Ja, das musst du nicht nehmen. Das musst du nicht nehmen. So, jetzt haben wir hier welche. Was sagt ihr zu dem Auspuff? Schrecklich. Fürchterlich, ne? Schrecklich. Also M16 Auspuffanlage, das auch noch gegen Aufpreis als Performance-Teil, ist eine Katastrophe, ja. Ist auch eine Frechheit an die Historie von BMW M eigentlich, ne? So, ja. Leider M2... Performance Package komplett, auch die Auspuffanlage jetzt drauf hier. Also geht gar nicht klar. Also da schauen wir uns gleich mal alles genauer an. Der Touring hier, schöne Räder wie gesagt drauf, passt auch auf der Farbe perfekt. Jetzt ist nicht übertrieben gemacht. Hat die Schalensitze vorne drin. Das Auto, das kann wirklich was. Also das gefällt mir schon saugut hier. Ja, hier haben wir auch das neue Triebwerk. Domstrebe ja jetzt nicht mehr in Carbon, die ist einfach nur in Stahl. Jetzt lassen wir das Auto einfach mal auf uns wirken hier. Ja, das kann schon was. Da oben haben wir ihn auch im Bild gerade gehabt. Ja, schön. Schön, schön, schön. Ja, hat zweierlei Felgen. Einmal schwarz, einmal in Gold. Abschleppschlaufe, Kerstin, die kannst du direkt bestellen hier. Also GLP-konform ist das auch. Ne?
Ja, dann schauen wir doch gleich mal da rein. Schön, auch die Sitze, toll. Ja, einfach schwarz-schwarz, nichts Buntes. Das passt schon. Ja, M2 mit Performance Package. Am Nürburgring haben wir ihn noch gesehen. Ich habe gerade schon erwähnt, die Abschleppschlaufen da, die kannst du jetzt bestellen. Hat auch der M3 Touring da vorne dran. Dann kannst du direkt damit GLP starten. Ne? Tja, Niere bleibt und ist Lego-Baukasten. Ja, hat jetzt die Performance-Felgen drauf. Schauen wir einmal hier rein. Ja, optionelle Sitze drin. Ne? Ja, Lenkrad ist natürlich schön, keine Frage. Also mit diesem Dashboard, das große, da muss man sich echt noch dran gewöhnen. Die Türverkleidung finde ich übrigens ganz fesch gemacht, auch mit diesem Muster drin. Ist zwar nicht schick, aber sieht sportlich aus. Ja, hat wie gesagt M-Performance, einmal das komplette Paket. Ja, und jetzt gucken wir uns doch mal die Karosse von außen an. Heckflügel ist echt eine Geschmacksfrage, also ich finde, es darf nicht sein. Ich finde einfach, wenn man hier so eine kleine Lippe dran macht, hier so eine Erhöhung, das sieht schöner aus, ein bisschen an den CSL angelehnt von damals. Ich finde, ist von der Formensprache, auch diese Ecken hier unten, die sind jetzt noch was ausgeprägter, in Carbon eingefasst. Boah. Ja, weiß ich noch nicht, was ich dazu sage. Ein Carbon-Dach gibt es ja optionell zu kaufen im Trackpack, das ist gut. Ja, und jetzt schaut euch mal die Auspuffanlage an. Ich meine, breit ist die Karre, keine Frage. Aber irgendwie passt der Flügel nicht. Das untere Teil da, das ist wuchtiger als der kleine Flügel da oben drauf. Das ist irgendwie ein bisschen wie Baukasten. Als wenn sich einer irgendwie wirklich so ein Auto zusammengezimmert hat. Ja, und jetzt sitzen wir das erste Mal im neuen M2 auch drin. Der hat ja jetzt, wie gesagt, diese optionellen Sitze. Die finde ich allerdings sehr, sehr gut. Auch vom Seitenhalt eine glatte 1. Ja, das Dashboard hier ist schon sehr breit. Du kriegst so einen breiten Blickwinkel, weil du das alles hier im Griff haben musst da. Eigentlich würde das hier reichen und dann machst du hier einen separaten Display. Bisschen abgesondert. Ansonsten von der Sitzhöhe, ich habe den Sitz jetzt ganz runtergefahren. Ist das wirklich in Ordnung hier? Es passt sogar auch noch mit Helm. Der hat jetzt hier Harman Kardon drin, das ist schon schön. Aber ja, gegenüber meinem M2 Competition sehe ich jetzt hier nicht diese Aufwertung oder dass das einfach eine ganz neue Generation ist. Ne? Ja, ansonsten hinten gewohnt wenig Platz. Man sieht da ist quasi nichts für die Beine. Ja, ich weiß es noch nicht. Also ob das reicht. Ja, ansonsten haben wir auch hier Strukturcarbon, also wie bei meinem auch. Das ist so ein bisschen offenporig, sag ich mal. Ne? Das ist schon schön gemacht. Heda ist in Alcantara, da muss man aufpassen hier, damit das nicht so schnell verschmutzt. Ja, hier muss ein manueller Schalthebel hin und dann können wir mal loslegen. Ne? Und nach unserem ersten, ja, sagen wir mal, Sitzkontakt mit dem neuen M2, den wir hier vorne, wie gesagt, nochmal stehen haben, da habt ihr nochmal in der Breite drin, M4 CSL. Schönes Auto, ist auch cool foliert, wie gesagt, Cup 2R drauf. Aber das Auto finde ich deutlich dezenter und mit der Hecklippe auch gefälliger als dieser Heckflügel da vorne am M2. Ja, schönes Interieur. Dann haben wir hier noch ein Dreier mit Performance Parts. Was sagst du denn zu der Farbe hier? Nee, ich nicht. Kerstin ist absolut begeistert vom BMW-Stand hier. Ne? Aber diesen i4... Den findest du gut in dem Blau oder was? Ne? Ja, also liegt es an der Farbe und nicht am Auto, ja? Ja. Ja, muss man einfach mal machen hier. Ne? Also ich meine, auf dem Porsche GT3 passt das. Hier irgendwie nicht. Und das ist ein bisschen hoch, Leute. Was ist denn hier los mit dem Fahrwerk? Guckt euch mal das Hochhaus an hier. Ne? Also da muss man im Detail noch ein bisschen nacharbeiten hier. Ne? Ja, hier haben wir ein Safety Car. Wie gesagt, Auspuffanlage einfach vergessen. Einfach so und sich vorstellen, da sind 4 gerade Rohre. Das Auto ist natürlich schon cool hier. Also da gibt es ja gar nichts. Ne? So, dieser, der hat jetzt hier so eine Carbonlippe drauf. Das ist ein 240i, wie gesagt, in Brooklyn Grey.
Und ist das nicht viel stimmiger als dieser Performance-Spoiler da hinten? Also ich finde auf jeden Fall, das kann man auch auf einen M2 montieren. Ne? Und dann tut es das auch, ja. Wir haben einmal einen M4 von Mannhardt. Das kann auch was. Also finde ich gar nicht so schlecht. Ist auch irgendwie schön breit. Das Auto wirkt so breit. Ja, nicht verkehrt. Ja, der Deutsche Sportfahrerkreis ist auch wieder hier. Toll, dass sie sich so viel Mühe geben. Da haben wir auch einen V4 aus der RCN von Stein-Tweten bzw. NLS fahren die auch. Und das alte Auto von Johannes Scheidt. Es muss nicht immer Rundstreckensport sein, um spannend zu sein. Also es geht auch mit Rallye Dakar. Kannst du Kerstin für begeistern, ne? Was sagt dein Blick? Ja, da noch so was Lingernes drin. Ja, ein Ausgleichsbehälter, ein Suspensorium oder sagen wir mal. Ein Suspensorium? Ja. Das ist auch ein Suspensorium. Ja, der darf auch das zum Überführen, das kleine Nummernschild hier drauf haben. Ne? Ja, gerade noch einen netten Plausch hier am DSK-Stand mit dem Johannes Scheidt gehabt. Da gehen wir gleich nochmal hin. Er hat uns eingeladen auf ein Würstchen. Ne? Ja. Also ein Brühwürstchen, Kerstin, ja. Wo wir gerade bei Suspensorium waren. Ja, das ist mal eine Maske hier vorne. Ne? Boah, das ist steinhart. Also das ist der effektivste Steinschlagschutz für mal an dem Ding, wie hart das ist. Der hat auch alles dabei. Ja, vom Baywatch noch ein Rollbrett. Ja, es gibt doch viel zu gucken am BBS-Stand hier. Nicht nur, dass da so ein schöner Ferrari steht und auch die Räder da drauf top passen. Ja, machen natürlich schöne Sachen hier. Diese Flowforming-Geschichten, also und dass dann da natürlich da ganz leicht alles ausgehöhlt ist, Festigkeit noch erhalten bleibt, schon eine tolle Sache hier. Ne? Ja, schauen wir doch mal, was hier so im Programm ist. Da haben wir auch das Rad vom Ferrari. Das ist schon 10x20 und das sieht gar nicht so groß aus, ey. Wahnsinn. Ja, das waren coole Räder, oder nicht? Ja, das ist wirklich ein krasses Blau, ja. Das sind ja unsere, ne? Ja, unsere haben genau den Farbton hier, ja. Ja, ja, schön. Ja, schöne Räder. Kann man auch gerne bei uns beziehen im Frühjahr. Wir haben ja noch ein bisschen was Klassisches von BBS. Ja. Ist für mich also auch Flowforming, aber hat ja ein bisschen was von Lancia Delta, würde das ja drauf passen. Ne? Ja, schön, schön. Ja, machen schon gute Produkte. Das ist schon ein sehr, sehr guter Hersteller, muss man sagen. Ja, ja, sind wir am Stand vom ADAC. Hey, das ist auch nice. Kampf der Zwerge, schöne Autos hier. Ja, und der kann natürlich ein bisschen was in der Farbe. Wenn der Fahrer auch die Länge hat, dann ist das schon spannend. Da kann man sich auch mal daneben stellen und ein Foto machen. Hinten steht auch Barbie drauf. So, in der Farbe passt das auch, ja. 1000 Kilo, 460 PS aus 4 Liter Hubraum. Sprechen wir damals über die DTM C-Klasse. Und geil ist da vorne das ITC-Auto. Der hat ebenfalls 1000 Kilo, hatte aber damals schon, und das ist ja dann auch, ja, ich sag mal, 12 Jahre jünger, das Auto, hatte 520 PS bei 1000 Kilo Leergewicht. Also sehr, sehr geil. Dass das abgeht, das ist, glaube ich, selbsterklärend, ja. Ja, und dass die Kerstin da guckt, das war, glaube ich, selbsterklärend. Und Kerstin, sieht aus wie deiner, oder? Ja, das ist doch auch einer. Doch. Weißt du, woran man das erkennt? Hier, der hat doch ein rotes Honda-Badge da. Der hat doch nur einen Auspuff. Ja, als TCR-Variante ist das dann so. Aber das ist auch ein Type R. Der ist auch älter. Nein, das ist das gleiche Auto. Ja.
Lustig ist, dass er hinten sogar die Serienbremsscheibe drauf hat. Geil, das finde ich geil. Ja, einmal hier TCR, Honda Civic Type R. Schönes Ding. Was steht denn da vorne auf dem Grill drauf? Da steht Type R. Du hast einen FK8, ja? Ja, das ist dann wahrscheinlich die Bezeichnung für die TCR-Variante hier. Aber das ist ja das gleiche Modell. So, da steht eindeutig und ganz groß Type R drauf. Ja, leistungsmäßig 2 Liter Motor ist bekannt, 16 Ventile auch. 350 PS, also 30 PS mehr, 20 Newtonmeter mehr, wobei man weiß, unserer streut auch nach oben, also vom Drehmoment tut sich da auch nichts. Das ist natürlich hier nochmal 130 Kilo leichter. Ne? Ja. Und Topspeed limitiert Kerstin durch den Abtrieb und durch den Downforce mit so einem Flügel hier. Ne? Aber Auto ist natürlich voll geil. G-Klasse, G-Klasse, Urus, G-Klasse. Und jetzt schauen wir doch mal, dieses Größenverhältnis von Urus zur G-Klasse, der ist echt kleiner. Von der Breite natürlich nicht, aber ein flaches Gerät gegenüber der G-Klasse. Ja, Kerstin sagt, er geht ein bisschen unter zwischen den beiden Autos, aber naja, das sehe ich halt nicht so. Wir sind in Halle 1, hier stehen natürlich immer Autos zum Verkauf. Früher standen hier immer viele neue Sportwagen und ich sehe hier fast nur Klassiker jetzt stehen. Youngtimer, Klassiker, ja, wie die DS hier als Cabrio. Was kostet denn sowas mittlerweile? Also ich meine, dass das fahrtechnisch nicht das Allergeilste ist hier. Leute, für das Geld, ja, weiß ich nicht, ob man dann Citroën DS Cabrio kaufen muss. 149.900, ne? Wahnsinn, wie die Preise hier explodieren. Ja, an dem Tag laufen jetzt auch mal JP einfach so hier rum. Der lief gerade hier ganz locker rum. Also ist nicht überlagert hier von den Fans. Den finde ich schön. Ja? Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Ding, ne? Ist das ein Königsegg oder was ist das? Ich würde fast sagen, ja, ne? Vom Pace Esser in Alsdorf also. Da haben wir noch ein Königsegg stehen. Gucken wir mal, das muss doch hier... Was ist denn das? Königsegg oder was? Ja, ist auf jeden Fall krass. Effekt hat die Farbe auch, ne, Kerstin? Je nach Lichteinfall. Wahnsinn, was es hier gibt. Ja, wir machen uns hier mal rum. Hinten haben wir einen schönen Flügeltürer da stehen. Das finde ich ist auch ein absoluter Klassiker. Das kann immer was. Ja, das hier ist mittlerweile auch schon so ein Klassiker, so ein SLS. Ich weiß noch, das war für viele der schönste GT3 Mercedes-Wagen, den die Jungs damals fahren durften. Ich glaube, der Kenneth Heyer, der schwärmt immer noch von dem Modell gegenüber dem neuen. Also manchmal gibt es auch absurde Sachen. Wir haben einen Golf 4 Variant, 10.000 Kilometer gelaufen. Ja, und der soll auch 9.900 hier kosten. Messepreis, da gucken wir doch mal ja, erste Hand Michael Jackson oder was ist da los? Ist ja bekloppt, total bescheuert. Ja, ja, natürlich, ja. Der Zustand ist auch neu, aber was willst du machen, ey? Ja, und hier in der Halle 1 haben wir so einige Absurditäten stehen. Wir mussten gerade schmunzeln, Golf 4, hier haben wir 325 Ci. Und hier... Schönen Gruß an Felix. So langsam kannst du den hier als Verkaufsobjekt hinstellen. Wie neu, oder was? Nee, mit dem Holz. Ja, das war damals so. Blauer Stoff. Der Knopf da? Blauer Stoff und Holz, ne? Keine Ahnung. Ja, hier. Der gute 318 Ti. Ohne jede Extras. Keine große Ausstattung. Aber Facelift-Modell, ne? Also 2003er Modell. Naja, wenn sowas schon als Exklusivität gilt. Ja, hier haben wir noch einen Gemballa Avalanche. Ja, das war damals immer krass. Das hatte damals 700 PS. Angekommen in Halle 2.
haben wir hier einmal so einen dicken Rolls-Royce und da ein gar nicht so unbekanntes Auto. Das Auto es fährt sehr oft im Touristenverkehr. Ach, ist auch zu verkaufen hier. Also wenn einer Interesse hat, ne? 105.000 erst gelaufen. Ist auch schön leicht gemacht. Eine Rufnummer steht dabei. Was soll er denn kosten? Steht nichts dazu. Ja, auf jeden Fall bekannt am Ring. Das Auto ist sehr oft im Touri-Verkehr zu sehen hier. Ja, gucken wir mal, was hier abgeht in Halle 2. Da hier, wo früher die Drift-Show immer war, hier ist jetzt so ein Mario Battle Kart hier. Da können die Leute da vorne fahren mit den Karts. Und dann ist hier so eine fiktive Strecke so dargestellt. Ja, hier vorne ist richtig Kirmes angesagt, also ein Autoscooter ist da vorne. Hier haben wir Race Room im Hintergrund, ein paar Simulatoren. Es riecht nach Reibekuchen, Ravenol ist hier. Ja, gucken wir uns mal an, was hier so los ist. Ja, so geht das hier, ne? Früher sind sie hier gedriftet. Das ist vielleicht jetzt nicht mehr so gestattet. Man findet auch nicht mehr so viele, die das vielleicht hier machen wollen. Jetzt kannst du hier Autoscooter fahren. Ja, hier haben wir Race Room. Auch ein bisschen gut. Heute ist halt ein ruhiger Tag. Das ist ein bisschen wenig dimensioniert hier oder ein bisschen wenig Zuschauer für diese großdimensionierte Geschichte hier. Ne? JDM-Fahrzeuge können sich erlauben, so zu fahren. Absolut, es gehört einfach zu jedem. Also wirklich, 98% aller Fahrzeuge, die wir importieren, haben auch alle einen riesen Add-on dran. Es gibt eigentlich kaum Originale mit originaler Abgasanlage. Wie ist das denn eigentlich? Das ist eine ganz interessante Frage sicherlich auch. Wenn das in Japan alle Straßen legal ist und du importierst es, ist das dann unbedingt alles auch legal für die deutsche Straße? Muss alles hier quasi individuell für den deutschen Markt geprüft. Da sind wir angekommen in Halle 5. Hier sind viele Tuning-Kisten. Da gucken wir uns auch mal alles in Ruhe hier an. Auf jeden Fall die Höhe der Fahrzeuge hier im Durchschnitt sehr niedrig. Ne? Kann alles überblicken hier, alles gut tiefer gelegt. Viele Airride-Fahrwerke sehe ich schon. Ja, laufen wir mal rund. Schauen wir uns mal das ein oder andere schöne Exemplar hier an. Gucken wir mal, was hier in der Halle so zu sehen ist. Ja, da kann man jetzt von halten, was man möchte. Den hier finde ich schön. Mit Motorsport hat das hier halt wenig zu tun. Das ist Tuning. Wenn man da vorne mal sieht, wie da der Sturz ist durch das Fahrwerk. Der hier? Ja. Schaut euch mal den Trabant an, der kann was hier. Ja, und das hier ist auch nicht so schlecht. Ja, schauen wir mal, laufen wir mal hier rund und da vorne sind ein paar schöne Exponate. Der Skyline da vorne ist schön, der anthrazitfarbene Evo auch schön. Ja, spart ihr euch quasi das Ticket hier, wenn ihr das Video schaut, habt ihr auch alles gesehen, was gut ist. Ja, das hier ist weniger Tuning, das fährt und das fährt mit Sicherheit auch gut. Das ist auf jeden Fall ein Tracktour mit Potenz hier, ne? Das kann was. Ja, schön. Auch cool gemacht, der 190er da ist schon cool gemacht. Ne? Motorsportblicke gehen hier drauf. Nee, und Kerstin meint den hier. Das wäre der schönste von allen hier. Ja, gut. Auf jeden Fall hat er, guck mal, gutes Tiefbett an der Hinterachse da. Ja.
Okay, ich finde den ja dann doch besser. Tja Leute, oh, da haben wir noch einen schönen Klassiker. Ascona B. Toll. Also wirklich, das hat auch, das ist für mich Tuning und sportlich. Das hier ist Show. Das ist toll. Also demjenigen, der das Auto hier hat und das sehen sollte, würde ich auch nehmen. Finde ich geil. Sehr schönes Auto. Und wenn ihr meint, dass er hinten ein bisschen Abtrieb braucht, dann nehmt ihr einfach das Ding auf dem E30. Das hat ja was von römischem Streitwagen da mit den Stehbolzen. Ja, das sind aber nur so Aufsätze. Ich sehe es gerade. Das sind einfach nur so Aufsätze da hinten. Da sieht man es auch. Die stehen dann weit raus. Ja, wie gesagt, der römische Streitwagen hier. Ja, und so ein bisschen untergehen hier bei diesem ganzen bunten Geflippere. Also es ist kein E36 M3 GT, das hatte ich nämlich zuerst gedacht. Aber er ist halt in diesem britisch-grün lackiert. Ein bisschen zu sehr lackiert, finde ich übrigens, wenn die Lippen hier überall lackiert sind. Das kann dann ruhig Kunststoff bleiben. Aber immer noch ein klassisches, schönes Auto hier. Ne? Sehr cool. Also M3 E36 GT wäre auch noch was für ein Marki. Und es muss echt nicht immer so übertrieben getuned und so Show und Shine sein. Das ist eins der schönsten Autos hier in dieser Tuninghalle. Ja, ist auch noch fahrbar mit der Höhe. Sehr cool gemacht hier. Ja, passt doch. Sieht doch cool aus. Sowas kann ich mir sonntags auch an der Nordschleife noch mal vorstellen. Ja, wer einen tiefer gelegten Bentley braucht, hier wäre dann einer, ne? Für den standesgemäßen Auftritt. Hier haben wir Piper Cross, Luftfilter vor allen Dingen. Ja, die haben natürlich hier üppige Teile. Ich weiß nicht, ob sowas hier mit Zulassung ist. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie eine E-Nummer da drauf haben. Ja, abgesehen davon von der Musik, die genau das Richtige für Marc ist hier, sind wir jetzt in Halle 6 angekommen. Miltec hat hier ihren Stand. Schönes Auto, wie gesagt, der GR86. Ja, schauen wir mal, was hier noch für Tuner sind. Hier geht es natürlich ganz gut ab. Ja, und dann gehen wir jetzt mal hier durch. Die Stimmung ist auf jeden Fall da. Ey, so hast du ja ein Kreuz. Ja, wenn du noch ein bisschen Akustik brauchst, ne? Immer noch ein Auto von Fast and Furious. Ja, das Auto kennt auch noch jeder aus dem Film. Ja, cool gemacht. Was ist denn da? Läuft da die... Achso, die G-Klasse hier. Ja, gehört auch dazu. Ist auch eine Motorshow, ne? Ja, hier sind die Audiosysteme wie früher. Da kannst du dir noch eine Bassbox kaufen. Ja, hier haben wir noch eine schöne Corvette-Kerze. Schön. Cool gemacht in der Farbe, ne? Mit Schwarz, wenn sich das so absetzt. Daneben den Tesla. Als starken Kontrast zum V8. Das Auto dürfte auch jedem, der in YouTube aktiv ist, bekannt sein. Ne? Ja, ist auch wirklich ein schönes Auto hier. Schön gemacht. Gucken wir nochmal. Ja, das Auto von Philip Case.
Die Sitze mit diesem ME46-Muster sind auf jeden Fall cool gemacht. Also ja, hier haben wir das Gegenstück dazu. Ja, komplett in Carbon. Hat ja gesagt, zur Messe Essen ist das Auto fertig. Ja, hat auch die Carbon-Sitze drin von Recaro. Schön. Ist ja mittlerweile auch ein Triebwerk hier drin. Also Airbag habe ich gesehen, ist noch nichts hier drin. Ja, es wird, es wird. Aber da vorne, das da, das ist das schönere Auto für BMW-Freunde. Ja, hier sind wir am Stand von JP Performance. Gucken wir doch mal. Ja, in der Farbe, wo er sich ja wirklich den Kopf dran zerbrochen hat, da scheiden sich ja die Geister. Da gibt es ja eigentlich nur cool oder gar nicht cool. Was sagt ihr denn dazu? Also, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ganz ehrlich. Ansonsten natürlich ein schönes Auto. Hat auch genug Kohle gekostet. Selbst der Schalthebel in der Farbe, Käfig in der Farbe. Naja, fällt auf jeden Fall auf. Und das Schöne ist, halt mal dran. Ja, die passt. Ja. Ja, dieses Auto hat das Lenkrad auch auf der falschen Seite. Das gehört diesem Herrn hier vorne, dem Mischa. So, der darf dann hier für ProTrek heute hier auch am Start sein. Ne? Ja, ProTrek One. Einfach auch ein schönes Rad. Und jede Farbe irgendwie wieder ein bisschen anders. Ja, klassisches Design, da braucht man nicht viele Experimente, das passt immer. Ne? Ja. Der Markus, der hat die Dinger schon Ewigkeiten auf seinem M2. Ich glaube eigentlich, dass er ganz zufrieden ist. Ne? Ich glaube, in dieser Farbe hast du sie, ne? In dem Gold hier zumindest. Ne? Hier haben wir auch mal ein entsprechendes Auto, so ein Yaris GR mit der Felge drauf. Macht auch einen schlanken Fuß, auf jeden Fall cool. Man sieht hier auch, wie viel doch immer der Nürburgring und seine Rennserien hier so als ja, prestigeträchtiger Werbepartner oder ja, wie gesagt, als Werbemittel eingesetzt werden kann. Das zieht also. Nürburgring zieht. Ne? Damals, ey, vor 10 Jahren wollte keiner so einen Benz haben, ey, und jetzt kommt das alles wieder. Ja, volksnähere Räder hier, finde ich auch okay, sowas soll man ruhig ausstellen, denn letzten Endes verkaufen wir auch sowas und nicht immer nur irgendwelche Show- und Scheinräder. Und was ich richtig geil finde, ist diesen M2 Competition hier. Der hat die Lippe in Carbon, hat die Nieren aus Carbon, also das gefällt mir wirklich sehr gut. Emblem auch. Und das hier sieht schon lecker aus. Also mit den Schrauben in Rot abgesetzt. Gut, Domstrebe hier noch Carbon-Serie, aber die Motorabdeckung, ja, die ganzen rot abgesetzten, eloxierten Teile. Also schick, schick, schick. Das macht schon was her. Und das Auto insgesamt, schöne Farbe, Hockenheim Silber. Ist auch gemacht. Ja, sogar ein M2 CS hier, sehe ich gerade auf den zweiten Blick. Ganz gut Leistung, 522 PS. Ja, einfach auch echt ein schick gemachtes Auto. Ist cool, ne? Rot abgesetzt. Ja, sehr cool. Innen auch schick. Die Mittelkonsole in Carbon. Ah, ich habe eben noch ein M2, den neuen drauf gehabt. Ich glaube, ich weiß für mich, was mir besser gefällt. Sehr schönes Auto. Toll. Ja, finally, Halle 8. Die Motorsporthalle ist echt überschaubar von der Größe. Aber wir gucken doch mal, was hier so für Serien ausstellen. Hier sehe ich schon 318 Ti Cup. Ne? Und ist ja doch immer ganz schön, hier mal mit den Kontaktleuten hier mal entsprechend, ja,
da hinten sehen wir wieder einen. Guckt euch mal den an. Mal in Kontakt zu treten, ja. Und mal ein bisschen Erfahrung für die nächste Saison zu sammeln. Vielleicht entschließen wir uns ja noch mal ganz, ganz wilde Sachen zu machen. Ja, BMW Challenge, sehr schönes Auto hier. Schön verbreitert, also richtig verbreitert vorne. Das kann schon was, ne? Ja, gucken wir doch mal. Ja, die STT Spezial Tourenwagen Trophy, da sehen wir das Auto von Alzen. Hier haben wir einen GT4, auch schön. Ja, das beachtet man viel zu wenig, weil wir immer nur auf dem Nürburgring unterwegs sind, ne, Kerstin? Coole Serie, das ist ja auch ein cooles Auto da, ne? Felix, hier ist auch was für einen Felix. Ja, hat auch einen Windschutzscheibenschaden. Ich tausche die aus, ich übernehme dann die SB. Und hier fühlt man sich doch direkt wieder zu Hause. Ich glaube, das Auto, das gehört einem gewissen Patrick Gierlich. Oder so wie der in Fachkreisen heißt, Patrick Sun. Ja, schönen Grüße mal. Ach cool, ist echt hier mit Typenschild und allem da dran, ne? Ja. Ich glaube, das war auch GLP6, müsste das gewesen sein, hier, wo du hier gewunken hast in der Auslaufrunde. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool, dass der hier steht. Was hat er denn drauf? Nankang AR1 fährt der Patrick. Okay. Ja, schauen wir doch gleich mal. Guck mal, hier haben wir schon Videos von der GLP. Hätten wir ja auch mal was hinschicken können, ne? Da haben wir die Tourenwagen-Legenden. Der Thomas ja auch dieses Jahr ein paar Mal am Start. Sehr coole Serie. Ja, hier, das ist wirklich ein bisschen Motorsport natürlich, ne? So wie es auch sein soll. Ja. Schöne Autos hier in der Serie vom Ralf Bahr. Ja, Kerstin, das Ding kann auch was. Hat 1000 Kilo und 520 PS, der Mercedes. Ja, ja, Kampf der Zwerge sind wirklich die TTS, NSU oder NSU Prinz da vorne. Alles, was klein ist, ne? Ja, wer Lust hat, Carrera zu fahren hier. Das geht ja auch. Ja, Racing One Rennteam, was auch am Nürburgring unterwegs ist, in dem Langstreckenpokal mit dem Ferrari. Ah, cool. Und ein BMW M2 Cup. Ja, an sich eine sehr, sehr geile Serie, wenn sie nicht nur für Junioren gemacht werden würde, sondern auch für Senioren und Gentleman Driver, sodass man das Starterfeld da mal richtig voll bekommt. Ne? Da hinten steht noch ein Auto. Das Spannende bei der Serie ist, die Autos werden ja ausgelost. Also du weißt am Wochenende nicht oder du weißt vorher nicht, mit welchem Auto du fährst. Das ist also schon ein bisschen fair dann alles. Ja, und es ist auch bezahlbar, insofern du nichts kaputt machst. Also ich glaube, günstiger geht die Geschichte ja auch nicht. Allerdings sollte das, wie gesagt, für jedermann zugänglich sein und nicht eben nur für Youngster, die ein dickes Portemonnaie von zu Hause haben. Und dann wäre das total geil, ne? Ein paar Karts sind hier auch mal ausgestellt. Schön. Ja, BMW Challenge, NES 500 und DMV Classic Masters hier. Ja, ein bisschen Werbung muss man schon machen. Hier, das Auto fährt ja auch ab und zu mal in der RCN. Und das hier finde ich eigentlich ganz cool, diesen Chevrolet Cruze Cup, dass man den am Leben erhält. Also, das ist auf jeden Fall eine coole Sache hier, ne? Italien oder USA? Ich habe schon zu Kerstin gesagt, die kann sich mal daneben setzen. Ich glaube, das kann sogar mehr.
kommst du dran, oder? Hier ist die gute große Live-Show hier. Ne? Aber lange nach. Glück gehabt. Du? Wie heißt du? Marvin. Marvin, look. Ich heiße Marvin, er schafft das. Los geht's. Ja, weg vom Krach hier in Halle 7. Jetzt sind wir hier, wo die namhaften großen Hersteller sind. H&R, Hankook, also Reifenhersteller, Abgasanlagenhersteller, namhafte große Tuner. Gucken wir uns das Ganze hier mal an. Ich glaube, das wird hier schon spannender werden. Ja. Gut, schön finde ich das jetzt nicht, die Räder in der Kombination mit dem Auto, aber als Messestück zum Auffallen schon ganz gut. Tickt Performance auf dem Hankook-Stand. Ja, was Hankook immer noch nicht hat, ist mal einen gescheiten Semi-Slick auf den Markt zu bringen. Hier haben wir zwar S1 Evo Z, die neueste Ausbaustufe, aber das ist natürlich immer noch kein Semi-Slick, sondern einfach nur ein Sportreifen. Guck mal, der hier mit dem Lützer. Ja, den findest du gut, den Reifen. Ne? Den hätte ich gerne. Für Ricarda? Ja gut, hier so ein paar Glitzersteinchen kann ich dir bei dir jetzt auch drauf machen. Ne? Hier, das muss auf so einem Formel-E-Ding hier drauf. Ja, dann wisst ihr auch, was die an Reifen fahren in der Formel-E. Deswegen hat das auch keinen Grip. Beide schönes Blau, ne? Ja, schön. Muss nicht so übertrieben sein. Ich meine, gut, das hier ist jetzt nicht mehr zivil, aber sowas ist durchaus straßenkonform und tauglich. Ja, schönes Auto. Gucken wir mal hier bei den namhaften Tunern. Da vorne haben wir Koni, HG Motorsport. Da sehe ich schon irgendwelche Ansaug-Injection-Kits, Ladeluftkühler, Abgasanlagen. Auch schön gemacht hier. Bisschen TCR-Look. Ja, gucken wir uns das Ganze hier mal an. Da haben wir einen schönen M4 GT4. Immer noch eins der schönsten, geilsten Autos in der GT4, die es so gibt. Hier bin ich ja begeistert, wie klein das ist. Glaubt es mir, das ist deutlich kleiner, als es aussieht. Das hat Ausmaße wie mein VW ab von der Länge und Breite. Das ist ja echt ultimativ klein, die Kanzel. Ja, Koni setzt also sehr auf Sportfahrwerke, wenig Gewindefahrwerke hier ausgestellt und auch wenig Fahrwerke jetzt mit Zugdruckstufenverstellung. Gut, die beiden jetzt hier aber wenig mit Sturzverstellung, also Uniball. Ja, die Bundeswehr darf hier auch mal anwerben. Ja. Ja, und schönen Gruß an Christian Hinzen. Sie sind noch nicht ganz verschwunden hier, die Rückleuchtenverkäufer. Also wenn du hier LED, OLED, irgendwas brauchst, die haben es. Ne? Ja, früher gab es eine ganze Halle damit. Heute ist das relativ überschaubar mit den Ersatzteilen hier. Ne? Ja, die Jungs sind aus den Niederlanden hier. Gibt also durchaus noch hier sowas zu kaufen. Nee, das Autofahren ab 15 da, das sind Elektro so wahrscheinlich oder so gedrosselte Dinger. Guckt euch mal das Auto hier an. Finde ich voll geil. Hat auch vorne eine üppige Bremse drauf. Ne? Hat Sparko-Schalensitze drin, ne? Ja, ist alles ein bisschen Eigenbau, ne? Aber dann muss es ja, es ist wirklich aus verschiedenen Fahrzeugen konzipiert hier. Wahnsinn, ne? Also karosserietechnisch ist das schon sehr cool gemacht, ne? Mit 15, so ein Ding. Ja Leute, die gute alte Bassbox, die findet doch hier immer noch Platz. In schönen Golf 2.
Und dann geht es direkt rüber hier. Da seht ihr schon die Sponsoren Visit X. Die Kiste von Lexi Rocks. Die G-Klasse auch dahinter. Ja, Kerstin, ist das was? Ja. So. Ja, ja. Können wir den Golfkombi auch so folieren. Ne? Sieht man die ganzen Beulen nicht so. Ja, gut. Das ist halt eine rosa folierte Kiste hier jetzt. Ne? Ja, wir sind so ziemlich hier durch. Wenn denn die Lexi hier auch nackt auf ihrem Auto liegen würde, dann wäre der Stand auch richtig voll hier. Ja, wir sind so gut es geht auch durch. Wir waren schon in Halle 8 beim RCN und GLP Stand, wie man unschwer erkennen kann. Und ja, Dankeschön an den Wolfgang Förster, der uns mit Taschen versorgt hat und einem Rennkalender mit den Rennterminen für nächstes Jahr. Und damit würde ich schon mal sagen, Dankeschön, dass ihr das Video geschaut habt. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Wir müssen auch mal über 500 jetzt kommen hier. Ja, einmal Essen Motorshow Ticket gespart. Es gibt auch manche Dinge, die muss man einfach nicht immer gucken hier. Und das 300. Airride Fahrwerk ist dann auch nicht mehr so spannend. Ja, insofern hat es mir Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Und jetzt abmachen das Rad, das andere Rad muss drauf. Die Mutter muss erst ab. So. Ja, kannst du hinstellen. Einfach drauf, genau. Genau, dreh mal an. Ja, und festmachen. Ja. Komm, du verlierst Zeit. Das war's. Und weiterfahren. Hey! Ja, das ist mal ein amtliches Heck hier. Kerstin hat gerade gesagt, das braucht man auch. Ja. Dennis, wenn du noch ein bisschen optimieren willst hier an deinem N2, also ich sag mal, Abtrieb hat er auf jeden Fall hier, also Downforce, ne? Das sollte schon drin sein. Wahnsinn, ey. Dagegen wirkt das ja fast süß da, der 318 Ti Cup, ne? Ja, zum Syron-Komplex, die diese Reifen hier herstellen, gehört dann auch Mamm und Keskin. Die haben auch ein paar schöne Felgen-Designs mittlerweile dabei. Was es immer noch gibt, sehe ich hier gerade, ist dieser Semi-Slick, den Syron mal auf den Markt gebracht hat. Diesen Street Race One, oder wie heißt er? Ja, wie gesagt, produziert in Deutschland. Ist ein bisschen angelehnt mit der Außenflanke hier an diesen Michelin Pilotsport Cup 1 damals. Und naja, also mein Schwager hat den mal auf dem Z3 Coupé gehabt, der war gar nicht so verkehrt. Also so schlecht lief der nicht aus performance-technischen Gründen. Ja, schauen wir uns mal hier ProTrek an, auch mal schöne Räder und natürlich vor allen Dingen auch Motorsport basierend. Ne?